Willkommen auf der neuen CeBIT. Dieses Jahr ist alles anders, alles neu. Die CeBIT begeistert Aussteller und Besucher mit einer Mischung aus Festival, Konferenz, Erlebnispark, Messe, Talks und viel mehr. Global Player, Startup und Forschungsgesellschaft. Mit neuen Konzepten und vielen Möglichkeiten, sich in das European Business Festival einzubringen, wurde von allen Teilnehmern eine spannende Woche zu Innovationen und Digitalisierung kreiert. Sparking Your Future. Bei Fraunhofer stand die persönliche Zukunft des Einzelnen im Mittelpunkt und wie sie sich verändert. Wie entwickelt sich unser Gesundheitssystem? Wo werden wir leben? Wie arbeiten? Unter dem Motto Data fand sich eine Vielzahl von Entwicklungen, die unser Arbeitsleben noch weit mehr beeinflussen werden als bisher. Digitale Zwillinge sind eine noch jüngere Schlüsseltechnologie für die Industrie 4.0. Hierbei arbeitet das Unternehmen mit einer digitalen Repräsentanz seiner materiellen oder immateriellen Werte aus der realen Welt. Das Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering IESE zeigte auf der Messe ein funktionsfähiges Framework. Wir zeigen hier das Thema virtuelle Validierung und virtuelle Integration am Beispiel autonomes Fahren, was ja ein sehr aktuelles Thema ist. Virtuelle Validierung bedeutet, dass wir ein reales System virtuell nachbilden, möglichst genau in Bezug auf eine Zielgröße, um so die Qualität zu bewerten und bestimmte Zielparameter zu bewerten, wie die Leistungsfähigkeit beispielsweise. Wenn wir das Thema nehmen Objekterkennung vom automatisierten Fahren, dann muss man dem Auto natürlich sehr viele verschiedene Umgebungen vorspielen. Das ist in der Realität sehr aufwendig und teuer und kann virtuell leichter und viel kostengünstiger gemacht werden. Das Exponat, was wir hier zeigen, illustriert die Verbindung zwischen realer und virtueller Welt. Das heißt, das, was virtuell zu sehen ist, zeigen wir auch real mit dem Auto. Das heißt, die Positionsdaten des Fahrzeugs werden in die virtuelle Welt übermittelt, umgekehrt steuert der digitale Zwilling sozusagen in der virtuellen Welt das Fahrzeug. Das heißt, es weicht in der realen Welt aus. Das Feral-System, so wie unser System zur virtuellen Validierung und Integration heißt, ist ein Baukasten verschiedener Module, die genutzt werden können, um solche Simulationsszenarien aufzubauen, recht schnell und flexibel kundenspezifische Lösungen zu erstellen bzw. mit ihm gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Auch wenn das Fraunhofer Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies erst vor kurzem gegründet wurde, so zeigten die Forschenden bereits eine erste Zusammenführung ihrer Technologien zu einem ganzheitlichen Ansatz für die Logistik. Das Fraunhofer CLT ist ein virtuelles Fraunhofer, was gerade geschaffen wurde. CLT steht für das Cluster of Cognitive Internet Technology. Cognitive Internet Technology bedeutet insbesondere im Gegensatz zum normalen Internet, dass wir hier nicht nur die Daten präsentieren, sondern Daten vorverarbeiten und Handlungsanweisungen herausgeben. Die erste Voraussetzung, um kognitives Internet machen zu können, ist, dass man ein hohes Maß an sensorieller Abdeckung hat. Aber auch die Kommunikationsstränge und diese beiden anderen Säulen, das Data Space und Machine Learning. Diese Komponenten müssen wir vereinen, um wirklich kognitives Internet erzeugen zu können. Wir zeigen hier vom CLT ein Querschnittsprojekt, was eine Warenkettenverfolgung mit gesicherter Ortsbestimmung und kognitiven Sensoren beinhaltet. Im Einzelnen bedeutet das, dass wir hier die Warenlogistik adressieren, insbesondere bei Gefahrgutstransporten, um das Risiko während des Transports zu minimieren, aber auch für den Endkunden eine Optimierung seiner Warenlogistik. Ein praktisches Beispiel für diesen Use Case wäre, dass Batterien aus China zu einem Kunden in Europa transportiert werden. Auf der Transportstrecke gehen zum Beispiel Batterien kaputt. Im schlimmsten Fall kriegt der Endkunde erst beim Auspacken mit, dass die Ware beschädigt ist und muss dann den Produzenten anfragen. Das Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-Hertz-Institut HHI zeigte den Prototypen einer Mixed-Reality-Anwendung. Dabei kann eine reale Szene komplett in Farbe und 3D aufgenommen und an einen entfernten Partner in Echtzeit übertragen werden. Der Partner kann nun mit einer VR-Brille in dieser Szene berührungslos agieren und Hinweise geben, die Bedienung eines Werkzeugs zeigen oder auf Fehler aufmerksam machen. Und eben dies wird in der realen Szene über Augmented Reality sichtbar. Wir zeigen hier ein 3D-Erfassungssystem für Mixed Reality-Szenarien. Und wir versuchen hier eben verschiedene Welten miteinander zu verbinden mit unserer Technologie. An zwei Stellen zeigen wir einerseits eine sehr hoch aufgelöste und schnelle Erfassung von einer 3D-Szene
als Punktewolke, die dann aber auch mit Farbinformationen versehen ist. Und diese Punktwolke transportieren wir wiederum in eine VR-Welt. Und sowohl in der VR-Welt als auch in der echten Welt, an dem echten Tisch, kann man mit seinen Händen interagieren, ohne dass man zusätzliche Controller in der Hand haben muss oder irgendwelche erschwerenden Eingabegeräte. Es ist so gedacht, dass es einen echten Arbeitsplatz gibt, an dem zum Beispiel eine Maschine aufgebaut wird, eine echte Maschine. Und dabei entsteht ein Problem, weil es eben ein komplexes Szenario ist. Und dann wird zum Beispiel bei dem Hersteller angerufen oder bei einem Kollegen, der Experte ist und vielleicht auch Zusatzinformationen hat. Dieser kann sich dann aber meine Szene, also mein Problem, ganz konkret in 3D anschauen, von allen Seiten, kann das analysieren und kann mir Hinweise geben, indem er mit den Händen zum Beispiel zeigt, da ist jetzt der Fehler, dieses Teil musst du jetzt nehmen. Und das sieht der Mensch in der echten Szene als Augmentierung, als AR in seinem echten Szenario. Dem Thema Health war der zweite Bereich bei Fraunhofer gewidmet. Neben KI-gestützten Systemen für Ärzte und Patienten zeigte das Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT FoodFact, eine praktische Lösung für den Alltag im Online-Shopping. Das Anwendungszentrum Symila löst Probleme für Mittelständler. Und da ist unter anderem halt ein Mittelständler auf uns zugekommen, der mit einer Idee gekommen ist, ein Startup-Unternehmen, die das Retourenproblem im Online-Schuhhandel angehen möchten. Die Schuhgrößen von unterschiedlichen Herstellern haben unterschiedliche Maße. Und dadurch kommt es halt, hat man das Problem, dass man halt häufig mehrere Schuhgrößen auf einmal sich zuschicken lässt. Wir zeigen hier die FoodFact-App. Die FoodFact-App erlaubt es, Usern zu Hause ihren Fuß zu vermessen, damit sie einfacher im Onlinehandel Schuhgrößen bestimmen können, wenn sie einen Schuh kaufen möchten. Sie setzen den Fuß auf den Boden zusammen mit einem weißen DIN-A4-Blatt. Das kriegt man dazu, macht ein Foto von dem Fuß und dem Blatt und dann wird die Größe berechnet. Objekterkennung ist ein ganz klassisches Thema und die Bildverarbeitung hat immer die Aufgabe, das Objekt aus einer zweidimensionalen Aufnahme dann zu rekonstruieren. Dazu braucht man gleichzeitig noch eine Datenbank oder ein Backend, an die die App angeschlossen ist. Ja, da können die Hersteller ihre Maße der Schuhe hinterlegen. Wir arbeiten schon mit einem Shop aus der Schweiz zusammen, integrieren das gerade und wir hoffen, dass das innerhalb dieses Jahres noch auf den Markt kommt. Ja. Unter Live, der dritten Domäne am Stand, zeigte die Fraunhofer Academy gemeinsam mit dem Fraunhofer FIT die Nutzung der Blockchain für Bildungsnachweise. In der digitalen Welt wird es zunehmend wichtiger, dass Arbeitgeber, Unternehmen Qualifikationsnachweise zweifelsfrei auf Echtheit überprüfen können. Sie können ihren lebenslangen Lernausweis in persönlichen Archiven verwalten und Bewerbungsmappen erstellen. Und im Falle einer Bewerbung können Sie diesen mit potenziellen Arbeitgebern teilen. Und diese Arbeitgeber können dann diesen Qualifikationsnachweis auf Echtheit überprüfen. Die Blockchain kommt an zwei Stellen ins Spiel. Nämlich an erster Stelle, dass wir die Bildungsorganisationen und Zertifizierungsstellen und auch die Zertifizierer, die werden bei uns als Identitäten in der Blockchain registriert. Und an zweiter Stelle eben den Hashcode, im Prinzip der Fingerabdruck des Zeugnisses oder Zertifikates wird ebenfalls in der Blockchain gespeichert. Blockchain for Education deckt zurzeit verschiedene Anwendungsfälle ab. Das ist zum einen die klassische Bewerbung. Zweiter Anwendungsfall ist, dass Qualifikationsnachweise, insbesondere für sicherheitsrelevante Tätigkeiten, oftmals vor Ort, beispielsweise an einer Baustelle, unmittelbar überprüft werden müssen. Und das unterstützt die Blockchain for Education Plattform eben auch. Die Economy, die Tech, die Talk und die Campus. Die Digitalisierung muss auf allen Ebenen erkennbar, erlebbar und erfahrbar sein. Das neue Messekonzept und die vielen Exponate, die zum Ausprobieren und Anfassen einluden, machen dies möglich. Wir sehen uns im Juni 2019.